Hallo, ihr Leseratten. Heute gibt es wieder eine Buchrezension. Und zwar von Die Königsprüfung von Jetzt kommt's. Katrien, wer war Ele? Jedenfalls eine Belgierin, soweit ich es in Erinnerung hatte. Ja. Das Buch sieht schon mal so aus. Und Klappentext. Wie lebt eine keltische Priesterin? In einer Zeit weit vor unserer, eine meeresumtoste Insel vor der Küste Britanniens. Ein rebellisches Mädchen sucht ihren Weg zwischen ihren Pflichten als keltische Priesterin und der Sehnsucht nach der Freiheit des Festlands. Zwei ungleiche Brüder treten gegeneinander an im Kampf um die Königswürde. Nur einer von ihnen kann gewinnen. Nur einem von ihnen wünscht das Mädchen den Sieg. Wer wird bestehen? Ein abenteuerlicher Kampf um die Königswürde und die Geschichte einer ersten großen Liebe in einer Welt zwischen Historie und Mythologie. Ja, das Buch hatte ich mir mal in einer Buchbox rausgenommen. Ich glaube, die letzte, die hier angekommen ist. Und wollte eigentlich auch sofort lesen, weil nicht so viele Seiten. 250, glaube ich. Ja, 250. Und ziemlich große Schrift. Dürfte sie eigentlich... Also eigentlich ziemlich schnell lesen lassen. Dem war dann auch so. Und anfangs dachte ich, dass das Buch sehr vorhersehbar ist, weil man hat dann zwei Personen, die mir sehr ins Herz gewachsen sind. Also es kann sein, dass es anderen anders geht, weil es kommen mehr als zwei Personen darin vor. Es kommen mal die zwei Brüder vor und die Insel mit den ganzen Priesterinnen, also Mädchen ab 15 und... natürlich auch erwachsene Frauen, also nur Frauen auf der Insel, Mädchen und Frauen. Ja. Und kein Mann auf die Insel betreten. Ja. Wo war ich? Hab ich den Faden verloren. Ja, jedenfalls gibt es mehr als zwei Personen. Und wir sind einfach zwei ans Herz gewachsen. Und da dachte ich am Anfang, das ist vorhersehbar, ganz klar. Gar nicht. Absolut nicht. Also vom Schluss bin ich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann noch einen nächsten Teil geben könnte. Weil, ich weiß nicht, für mich ist das nicht unbedingt abgeschlossen. Das wirft eher neue Fragen auf. Vielleicht habe ich es auch nur nicht so richtig begriffen. Also ich meine, es ist beantwortet noch einige Fragen, die im Buch vorkommen. Also, die eigentlich nicht vorkommen, aber es erklärt einiges. Und, ja, worum geht's eigentlich? Ich, ne? Ja, also gibt es jetzt beiden Brüder. Einer blond, einer dunkelhaarig. Einer ist der Liebling der Mutter, der Königin. Der andere steht immer hinten an. Und ja, dem Vater stößt was zu, also dem König. Er stirbt zwar nicht, aber er ist, wie sagen sie, er ist krank. Ja, mehr möchte ich euch gar nicht so sagen, weil das ist halt so ein Moment, wo man dann selber lesen muss. Und deswegen müssen die beiden Brüder die Königsprüfung antreten. Und die findet auf der Insel der Priesterinnen statt. Es gibt insgesamt 9 Prüfungen zu bestehen. Deswegen habe ich mir auch so eine Dingens da reingemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Prüfungen näher eingehen soll. Es sind halt verschiedene Prüfungen. Die Geschwindigkeit, Stärke, aber auch den Geist für, also die, ja... das Gehirn beanspruchen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Buch. Es wird auch bei Amazon teilweise als Jugendbuch deklariert. Also es ist so ein Jugend-Fantasy anscheinend. Ja. Und wie gesagt, ich dachte, das ist wirklich total vorhersehbar. Aber trotzdem war es super geschrieben. Es hat mir viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und war trotzdem auch spannend, trotz allem. Obwohl ich dachte, das ist vorhersehbar, was es ja im Endeffekt nicht war. Wo ich dann sehr froh war. Obwohl, ich hätte mir dieses Vorhersehbare dann doch gewünscht. Weil es dann eben doch anders endete, als ich gedacht habe. Und mir auch gewünscht habe, dass es so endet. Aber nein. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob es dafür eine Fortsetzung gibt. Dann kam das Buch raus. Moment, ich schaue mal eben nach. 2002 erschien die Originalausgabe. Diese erschien 2005, also schon ein Weilchen her. Und bei Amazon so zu kaufen, gibt es das nicht mehr, aber gebraucht auf jeden Fall. Falls euch das interessiert. Ja. Gut. Ich
glaube, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, sonst würde ich wirklich zu viel verraten. Aber es geht halt vor allem um diese neuen Prüfungsbestände, die die beiden bestehen müssen. Und nach jede Prüfung halt gewinnt einer von beiden. Ja. Und wer zum Schluss gewonnen hat, also die meisten gewonnen hat, glaube ich sogar, waren es, der hat dann eben. Der wird König. Ja. Wer nur von den beiden König wird, wie heißen die beiden dann gleich? Nuka und Myrden. So heißen die beiden Brüder. Ja, und dann lernt man auch noch, wie heißt die denn jetzt? Ah, hier, Dawood. Ich denke mal, das wird ausgesprochen. Keine Ahnung. Dawood kennen, die eigentlich gar nicht weiß, wie sie auf die Insel gekommen ist, sich nicht erklären kann, weil die meisten kommen erst mit 15 dahin und sie weiß, dass sie schon länger da ist. Und sie will eigentlich keine Priesterin werden. Sie will die Insel verlassen, am besten sofort. Ja, sie lernen wir auf jeden Fall noch kennen. Und eben auch noch ein paar andere Priesterinnen, die Hohepriesterin und ihre beste Freundin Sin, die zur Priesterin gerade geweiht wurde. Ja. Also ich finde die Charaktere auch gut ausgearbeitet. Also sie sind schön individuell und so. Finde ich gut. Hat mir Spaß gemacht zu lesen. Habe ich auch nicht lange für gebraucht. Und wenn ich nicht zwischendurch noch andere Sachen gemacht hätte, wäre es auch in einem Rutsch durch gewesen, an einem Tag oder so. Aber ich habe dann, ja, jetzt in der Zeit habe ich viel Ausflüge unternommen mit meinen Eltern und da kam dann das Lesen etwas zu kurz. Gut. Also ich zeige es euch nochmal. Die Königsprüfung von. Lest es selbst, ich möchte es nicht nochmal aussprechen. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bei uns ist es schon wieder grau, eben war es noch sonnig. So ist das eben im Moment. Ja. Also dann, bis dann. Bye bye.